Willkommen bei Chiara Vogt. Heute zeige ich euch, wie man eine Banane hält. Also, ihr dreht den Lump um, dass die Pfeile weg von euch schauen. Ich habe leider an jedem Ende Pfeile, deshalb müssen bei mir her schauen und zurück. Ihr benötigt dafür nur eine Seite, entweder außen, Mitte oder halb. Ja, ich zeige euch aber erstmal, wie man eine Doppelbanane macht. Dafür braucht ihr 5 gelbe, nein. Auf! 5 gelbe für rechts. Aua! Und 5 gelbe für links. Aua. Also ich habe es jetzt vertauscht. Tut weh. Dann braucht ihr 2, nein, Entschuldigung, ich nehme 4 gelbe, also ich mache es mit 2. Dann braucht ihr 2 schwarze, wenn ihr braun habt. Könnt ihr auch braun nehmen? Also ich habe keine braun, deswegen gibt es bei mir 5 schwarze. Ja, dann beginnt ihr mit dem ersten schwarzen, spannt rechts hin, links hin, dann 2 gelbe, rechts spannt ihr 2-mal gelb. Links spannt ja, 2-mal gelb und guckt schön, dass ihr es runterdrückt ein bisschen. Manchmal geht es so. War nicht bei dem. Ja, dann nehmt ihr schwarz. Ich stelle kurz ein bisschen die Kamera zur Seite. Dann dreht ihr, macht ihr so eine 8, sodass ihr wieder 3 Ringe habt. Wenn ihr es auf der Häkelnadel guckt, habt ihr 3 Ringe. Dann guckt ihr die, dass ihr die leicht auf den Finger kriegt. So. Dann setzt ihr die einmal beim rechten gelben am Ende. Hätte ich noch vorher nichts gesagt. Und untreu. Nee, was denn nicht gesagt? Fremdgehe. Und das gleiche macht ihr mit der linken Seite. Am Ende. So, nun dreht ihr euren Loop um. Ihr geht durch den schwarzen Ring. Schnappt euch die 2 gelbe Gummis. Ihr könnt es auch mit 3 machen. Mit einem finde ich es jetzt nicht so schön. Ich mache es eher mit 3. So. Das gleiche macht ihr jetzt auf der Seite bis zum schwarzen. Braun wäre dafür auch sehr gut geeignet. Also wenn ihr braun habt, ihr könnt braun verwenden. Also ich muss schwarz nehmen. Ja. Ihr könnt aber auch grün nehmen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja. Und dann nehmt ihr das Schwarze und nun deshalb so. Gut. Ich bin gerade etwas schneller als alle. So, dann geht ihr durch alle Schwarzen durch. Nehmt das eine schwarze, dreht es so um, so geht es leichter, manchmal durchzuziehen. Ja, und guckt, dass es halt nicht oben drüber rutschen will. Das ist sowas von blöd. Das passiert mir voll oft. Ja, ich wiederhole es gerade, weil es rutscht weg. Ich zeige euch gleich, wie man eine Banane macht. Ja, ich mach kurz Stopp, bis ich es hinkriege. So, endlich, ich habe es hingekriegt. Nun könnt ihr es abziehen. Ja. Wenn nichts rausgeht, habt ihr alles. So, so, so. Erste Banane fertig. Ihr könnt es aber auch größer. Also kommt drauf an, wenn ihr es für Schleichfiguren macht, macht lieber 2. Ihr könnt es für
Feen. Ihr könnt es auch nehmen. Und das Beste, man kann es halt biegen. Leichter. Ja. Dann habt ihr alle Gummis verbraucht. Das fünfte schwarze ist gerade hier. Und dann macht ihr daraus einen Knoten. Schon habt ihr eure Doppelbanane fertig. Und die kommt auch zu meinen Schleichfiguren. Ja. Jetzt machen wir eine Einzelbanane. Dafür braucht ihr nur 4 schwarze. Ich meine 4 gelbe. Und 2 schwarze. Ja. Nun, ihr spannt zuerst ein schwarzes so, dass der Pfeil von euch wegschaut. Auf und dann noch die 2. Dann macht ihr wieder 3 Ringe hin. Ja. Gibt's auf den Loom, dreht euren Loom um. Durch schwarze durch. Dann das gelbe durch dem schwarzen holen. Das schwarze holen. Der drauf. Legen. Das gleiche macht ihr hier mit. Und das könnt ihr auch mit allen 3 machen. Dann macht ihr halt in der Mitte auch noch. Noch. Ihr könnt auch mehrmals machen. Also wenn man so einen Loom hat, kann man so einen zweiten anschließen. Ich hole den zweiten. Guck mal, ob Mama wartet. Nein? Also hier, den kann man dann hier so anschließen. Oder dann kann man auch... Dann kann man aber auch so verbinden. Ja. Aber jetzt gerade bin ich noch drin. Ja. Dann nehmt ihr es hoch. So, gebt's fest. Eure Mini-Banane ist fertig, wenn es für Schleich ist. Ja, das könnt ihr auch größer machen. Und das war jetzt, wie man eine Banane macht. Banana! Bis zum nächsten Mal bei Kara Pott. Heute mal gelungen.